Hallo und herzlich willkommen zu unserem neuesten Video von den Minis von der Gerlinger Mühle. Ich stehe hier schon in der Ponywiese, wie ihr seht. Da links sieht man Wieke. Hinter mir sind irgendwo auch noch da Euranka, Emmy, Köhn und Bailey. Und ich möchte euch heute was zum Thema Farbgenetik erzählen. Das hatten sich einige von euch gewünscht. Heute erstmal zum Thema Mushroom. Die Farbe gibt es ja nur bei Shetland Ponys. Ist auch noch nicht so lange erforscht alles, wie sich die Farbgenetik, wie sich die Vererbung und so weiter da verhält. Da gibt es jetzt seit kurzem auch die Möglichkeit in den USA darauf testen zu lassen. Und auch bei so einer Testgeschichte kann ich euch gerne mal mitnehmen. Und ja, jetzt würde ich euch das Ganze gerne mal erstmal am Beispiel Euranka und Köhn, wie sich da die Farbvererbung und die Farbgenetik verhält, erklären. Jetzt zeige ich euch erst noch mal eben die Ponys, um die es geht, dass ihr das noch mal vor Augen habt. Also da unten sind die beiden Stuten. Euranka, die Fuchsstute, da kommt Emmy schon angedüst. Und dahinter die Wieke. Euranka ist halt eine Fuchsstute, die dieses Mushroom-Gen trägt. Sie hat auch schon ein Mushroom-Fohlen gehabt vor 2 Jahren. Da hinten ist Wieke. Wieke ist Fuchsschecke, die haben wir testen lassen. Sie trägt auch einmal dieses Mushroom-Gen, kann also mit Köhn auch Mushroom-Fohlen machen. Dann hier Emmy. Emmy ist ja eine Tochter von Köhn, da oben ist er, mit Bailey zusammen. Emmy trägt also auch definitiv einmal dieses Mushroom-Gen, also mit einem entsprechenden Hengst später mal angepaart, könnte sie auch wieder ein Mushroom-Fohlen bringen. Ja, das ist Köhn rechts, das ist halt diese Farbe. Dieses Mushroom sieht optisch ein bisschen aus wie Windfarben bei den Isländern oder Silver Dapple nennt man es auch bei den Classic Ponys. Sieht optisch genauso aus, ist aber genetisch ganz was anderes. Hat nichts miteinander zu tun. Dieses Mushroom-Gen hat man auch nur bei Shetland Ponys bisher gefunden. Das wird auch nur bei Shetland Ponys getestet aktuell. Dieses Silver Dapple-Gen liegt halt auch auf einer anderen Stelle der DNA. Also wie gesagt, hat damit nichts zu tun, auch wenn sie optisch ähnlich aussehen. Der größte Unterschied ist vor allem, dass Köhn zum Beispiel ist ein Fuchs von seiner Grundfarbe her und sieht halt dann aus wie ein Mushroom. Und die Silver Dapples, bei denen man es so extrem sieht, sind meistens Rappen von der Grundfarbe her. Jetzt weiß ich mal ein bisschen hier, ein bisschen zanken. Rechts, das ist Bailey. Bailey ist eine Braunscheckstute, die vermutlich keinen Mushroom trägt. Also wir haben sie auch nicht testen lassen. Aber da kommt hoffentlich trotzdem ein schönes Fohlen mit Köhn raus. Vielleicht mal Braun oder Braunschecke wäre halt super. Ja, da müssen sie gerade mal ein bisschen rumzanken. Und anhand des Beispiels hier Mushroom-Hengst, Fuchsstute und Fohlen, hoffe ich, dass ich euch das Ganze gleich ein bisschen verständlich erklären kann. Die beiden tanken sich immer noch da. Bailey hat da gerade das Sagen. Der Hengst muss halt auch schon mal ein bisschen hier mit den Stuten leiden. Genau, also ich hoffe, ich kann euch das gleich gut erklären und bis später. So, also ich versuche jetzt einmal euch das hier am Beispiel von Euranka und Köhn zu erklären. Also das ist Euranka, eine Fuchsstute mit weißer Mähne. Das ist Köhn, ein Mushroom. Es gibt leider von Schleich kein mushroomfarbenes Pony, aber ich habe das genommen, das dem Ganzen am ähnlichsten sieht. Dann seht ihr hier unten einmal diesen genetischen Code für einen Fuchs. Der trägt 2 kleine E's. Ein Mushroom oder Köhn in dem Falle trägt auch 2 kleine E's. Vom Grunde her ist er auch ein Fuchs, nur durch dieses zusätzliche Mushroom-Gen verändert sich halt seine Farbe. Dieses hier ist die Abkürzung für das Mushroom-Gen. Euranka ist ja eine Fuchsstute und trägt einmal dieses Mushroom-Gen verdeckt. Sprich, einmal Mushroom, einmal nicht Mushroom. Kürzt man mit N ab, beziehungsweise mit MU. Köhn ist ja optisch ein Mushroom, hat ja 2 Kopien von diesem Mushroom-Gen bekommen. Deswegen kürzt man es ab, MU, MU. So, was passiert jetzt, wenn die beiden ein Fohlen bekommen? Die bekommen natürlich von jeweils Hengst und Stute jeweils 1 dieser Gene ab. Natürlich noch viel mehr Gene, aber wir gehen ja jetzt erstmal nur, uns geht es ja nur um diese Mushroom-Vererbung. Sprich, Euranka gibt auf jeden Fall ein E ab und Köhn gibt auf jeden Fall ein E ab. Sprich, das Pony wird erstmal genetisch ein Fuchs. Definitiv. Jetzt kommt es drauf an, was weiter abgegeben wird. Also bei Köhn ist es ganz einfach. Köhn gibt ja auch immer ein Mushroom-Gen ab. Also sprich, dieses Pony hat schon mal die 2 E's von dem Fuchs und einmal das Mushroom-Gen. So, jetzt kommt es drauf an, welches Gen Euranka mitgibt. Da gibt es halt eine 50-50 Chance, also mit 50%iger Wahrscheinlichkeit gibt sie auch ihr Mushroom-Gen ab. Dann würde das Fohlen, tada, ein Mushroom werden, so wie Köhn. Dann besteht aber natürlich auch die 50-50 Chance, dass Euranka dieses Gen mitgibt
Und dann würde das Ganze ein Fuchs. Zwar ein Fuchs, das auch Mushroom-Gen trägt, sprich alle Fohlen von Köhn tragen dieses Gen. Optisch sieht man es aber nur, es kann also nur ein Mushroom rauskommen, wenn halt auch von der Mutter das entsprechende Gen kommt. Und so kann man sich das vielleicht etwas besser vorstellen. Diese Farbgeschichte, also dass dieses verdeckte Mushroom-Gen, also wenn das Fohlen nur ein Mushroom-Gen mitbekommt und man es optisch nicht sieht, ist jetzt nur bei diesem Mushroom-Gen so. Bei anderen Sachen, zum Beispiel bei einem Cream-Gen, das halt aufgehellte Fohlen macht, also ein Cream-Gen macht aus einem Fuchs einen Palomino, aus einem braunen einen Buckskin oder aus einem Rappen einen Smoky, sieht man auch, wenn es nur einmal vorhanden ist. Aber das kann ich euch gerne dann in einem anderen Video nochmal erklären. Bei dem Mushroom-Gen speziell ist es jetzt so, zwei Mushroom-Gene, optisch ein Mushroom, ein Mushroom-Gen bleibt es in der normalen Grundfarbe und trägt dieses Gen wieder und kann aber natürlich wie Euranka mit dem entsprechenden Hengst dann auch wieder Mushroom-Fohlen machen mit einer 50%igen Wahrscheinlichkeit. Ich habe euch jetzt das Ganze hier am Beispiel Fuchs erklärt, weil wir halt auch fuchsbasierte Mushrooms haben. Das ist theoretisch aber mit jeder Farbe möglich. Also ich kann auch zum Beispiel, könnten die beiden Rappen sein von ihrer Grundfarbe her und jeweils ein oder zwei Mushroom-Gene tragen oder braun sein. Das gibt es halt auch ganz häufig. Das kann ich euch, wie gesagt, wenn euch das interessiert, auch noch mal genauer erklären. Ich wollte es euch jetzt erstmal am Beispiel von Euranka und Köhn erklären. Ich lege gerade noch mal alles zurück hier. Die Vererbungen, wie gesagt, diese beiden Fohlenmöglichkeiten hier, die gäbe es mit 50%iger Wahrscheinlichkeit. Also 50% für Mushroom, 50% für Fuchs. Es liegt an Euranka, je nachdem, welches dieser beiden Gene sie weitergibt. Ich hoffe, ich konnte euch das jetzt halbwegs verständlich erklären. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, sagt mir das gerne. Huch, da fliegt mein Umschlag gleich weg. Dann stellt mir die Fragen gerne. Ich kann euch auch noch mal zeigen, es gibt seit letztem Jahr hat man die Möglichkeit, in den USA auf dieses Mushroom-Gen testen zu lassen. Das ging vorher nicht, da war es immer nur so eine Vermutung. Und das kann ich euch auch nochmal gerne zeigen. Ich habe da auch schon Ponys testen lassen, zum Beispiel die Wieke, die hier auch mit in der Wiese läuft. Und das kann ich euch auch nochmal gerne zeigen. Ich habe sowieso geplant, nochmal ein paar Ponys auch testen zu lassen auf diverse Gene. Und da kann ich euch gerne mitnehmen und euch das mal filmen und zeigen, wie man das macht, wie man die Haarprobe nimmt, wie viele Haare das sein müssen, wie das mit dem Antrag geht, wie man das wegschickt und wie nachher das Ergebnis aussieht. Aber das würde jetzt den Rahmen dieses Videos sprengen. Da kann ich euch gerne noch mein eigenes Video zu machen. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Ich hoffe, ich konnte euch damit ein bisschen was erklären. Und wenn ihr noch Fragen habt, immer gerne her damit. Dann versuche ich die auch nochmal aufzulösen. Vielen Dank fürs Zuschauen und hoffentlich bis bald.